something on my mind that I need to say with my heart far gone. Weltberühmte Rila-Kloster, da gehen wir jetzt mal rein und schauen, was die so zu bieten haben. Angeblich soll man da auch übernachten können. Unser Zimmer, und Silke macht auf. Cause I'm not the only one who changed. Summer pretty lover tried to understand things have changed. Die Bulgaren haben ein Haushaltsgerät erfunden, den Schiffskopek. Das ist, um Paprika zu rösten und Auberginen, was auch immer man rösten und schälen möchte. Summer, pretty lover, don't you break my heart. And no, don't you keep so close, cause I hurt the ones I love. Das sind die Pyramiden von Melnik. Da sitzt der Jan am Frühstückstisch. Da steht der Hans. Und hier ist das Kloster Roschen. Ein super Platz zum Schlafen wieder. Ah, Helden beim Wegebau. Herbst gekauft. Preiselbeeren, Blaubeeren, Birnen, Trauben, Pflaumen. Wir sind in Melnik, das ist die kleinste Stadt Bulgariens. Der Hahn hat auch was zu sagen. 200 Einwohner. Kovacevica, eins von den traditionellen Dörfchen, die ihre Dächer mit Steinplatten decken. Wunderschöner Morgen in einer fantastischen Gegend, und das ist unser Campingplatz gewesen für heute Nacht.
Wir haben es echt gut gerade und einen guten Lauf mit unseren Übernachtungen. In die Devil's Road Cave und das ist laut griechischer Mythologie der Hades, also die Unterwelt, wo Orpheus und Eurydike diese Liebessage sich abgespielt haben sollen. Leben heißt es nicht, dass wir Dreckschweine sind, Galjan. Nee, und Bulgarien hat haufenweise Quellen in Trinkwasserqualität und da holen wir uns immer fleißig Wasser zum Duschen und zum Waschen. Total klasse. Connected.